Schnitzel bei mir in der Bude rum. Es klingelt an der Tür, ich geh zum Sprechgerät und frag, was denn so geht. Ja, hallo, kann ich Sie mal bitte kurz sprechen? Ja, wieso nicht? Ich sag, ich komm runter, aber der Typ kommt einfach rein. Ich bin von der GEZ. Kann das sein? Darauf hab ich jetzt halt überhaupt keinen Bock. Wie gern hätte ich ihm gesagt, dass er ein Hurensohn ist, der sich am besten verpisst. Aber nein, ich Captain Honk muss bezahlen. 5 Euro im Monat, was für eine Strafe. Freut euch, ihr habt's geschafft. Jetzt zahle ich für ein neuartiges Rundfunkgerät GEZ. Ich hoffe, damit seid ihr endlich zufrieden. Schert euch zum Teufel und lasst mich in Frieden. Dafür zahle ich GEZ, bla bla. Da kauf ich Charlie Barababa. Back daraus einen leckeren Kuchen. Da drin kannst du deine Gebühr suchen. Wer will an deine Kohle ran? Die GEZ, die GEZ, die GEZ. Du machst am besten dann die Tür zu jetzt, die Tür zu jetzt, die Tür zu jetzt. Sorry, aber das ist komplett bescheuert. Ich verdiene nix und es ist überteuert. Kommt mir vor, als müsste ich Schutzgeld zahlen, denn sonst käme der Typ immer wieder an. Aber weshalb rege ich mich denn so auf? Wenn ich kein Radio oder Fernsehen schauen will, dann muss ich ja auch nicht bezahlen. Aber ich muss nur, weil ich einen Laptop habe. Yeah, heute Horrorkomödie im Fernsehen. Ich hab echt Bock drauf, das würde ich gern sehen. Bier offen, ein Cut, ich kann nur hoffen. Das ist eine Ausnahme, doch die Hoffnung bleibt offen. Die wollen irgendwie kein Gemetzel zeigen. Das einzige Zerhackte hier ist der Streifen. Bleibt deine FSK 18 die Info? Aber fürs deutsche Fernsehen zensiert so. Dafür zahle ich GZ, bla bla. Da kauf ich Alibarababa. Back daraus einen leckeren Kuchen. Darin kannst du deine Gebühr suchen. Wer will denn deine Kohle ran? Die GEZ, die GEZ, die GEZ. Du machst am besten dann die Tür zu jetzt, die Tür zu jetzt, die Tür zu jetzt. Kennst du diesen einen Werbespot? Aus meiner Sicht ist es der letzte Schrott. Die meinen, natürlich zahle ich, weil's Pflicht ist. Filme ohne Unterbrechung und so ein Mist. Wie kommt ihr da drauf, dass ihr sowas erzählt und da komplett die Tatsachen verdreht? Haben die euch etwa auch verarscht, damit ihr jetzt auch die GEZ zahlt? Haben sie euch erwischt mit Drogen oder ein Jahr GEZ freigeboten? Wo gibt's Filme ohne Unterbrechung? Ich halte das für eine leere Versprechung. Würde ich BAföG bekommen, müsste ich nichts zahlen. Krieg ich nicht, jetzt werde ich noch arm. Ist das etwa in irgendeiner Weise fair? Scheiß 17 Euro für einen Fernseher? Dafür zahle ich GZ, bla bla. Da kauf ich Alibarababa. Back daraus einen leckeren Kuchen. Da drin kannst du deine Gebühr suchen. Wer will denn deine Kohle ran? Die GEZ, die GEZ, die GEZ. Du machst am besten dann die Tür zu jetzt, die Tür zu jetzt, die Tür zu jetzt. Lass mich in Ruhe und scher dich weg, scher dich weg, scher dich weg. Wer will denn deine Kohle ran? Die GEZ, die GEZ, die GEZ. Die GEZ.